willkommen zu einer neuen Folge Katze und Knäuel. Ich bin Maike und heiße euch herzlich willkommen zu meinem Strick-, Häkel-, manchmal auch Spinnen- und Färbe-Podcast. Und mal sehen, was mir sonst noch so vielleicht einfällt. Erstmal sind die Geschenke endlich fertig geworden. Meine große Schwester und meine Mutter hatten ja Ende Februar Geburtstag und meine Schwester sollte Socken kriegen. Die sind jetzt fertig, das sind die 2 Stück. Logisch. Die sind aus der Opal Vierfachwolle Save the Seas nach 100 Wasser, also die Farben. Und gestrickt habe ich das auf einer ganz normalen Rundstricknadel Dreier. Bei den nächsten Socken, die ich auf einer Rundstricknadel stricke, will ich mal eine 2,75er ausprobieren, weil also das Maschenbild ist an sich, finde ich das ganz okay, aber wenn es sich so zieht, ist es ein bisschen locker. Mal gucken, ob das dann irgendwie sich dann angenehmer einfügt. Ich weiß noch nicht. Ich habe hier die Streifenferse gemacht und die Sternchenspitze und das Bündchen habe ich eins rechts verschränkt, eins links. Musst du jetzt mal gucken, was das überhaupt war. Dann so ein kleines Zopfmuster hier. Das habe ich vor ein paar Tagen fertiggestellt und vernäht. Und da ich sie morgen alle sehe, werde ich es heute noch einpacken. Aber jetzt kann ich euch das erst noch mal zeigen. So. Mir gefallen sie richtig gut. Es sind auch genau die Farben von meiner Schwester. Ist so dieses dunkelblau und dieses rosa, ne, was immer das sein soll. Und dazu halt auch dieses Senfgelb. Das ist genau die Farbe von einem Pullover, den sie hat. Dann kann sie wenigstens die Socken passend zum Pullover anziehen. Für meine Mutter wollte ich ja ursprünglich einen Schal aus dem Woolly Hugs Cotton, dieses von Türkis über Petrol, Grau und nach Schwarz geht, machen, habe mich dann allerdings dagegen entschieden, weil ich das hier gefunden habe. Fashion Batiko Sun von Schachermeier. Das ist 82% Baumwolle, 18% Polyester. 100 Gramm pro Knäuel. Und das ist so ein ziemlich hübsches Bändchengarn. Ich habe davor noch nie mit dem Bändchengarn irgendwas gemacht. Und da wollte ich so ein Lochmuster-Sommerschal machen für sie. Die Farbe habe ich auch nochmal in Türkisblau. Also ich weiß gar nicht, ob ich das andere hier gezeigt habe. Das ist orange-rot-gelb. Und das ist halt hier so ein Türkisblau, sehr hübsch. Aber ich habe es dann sein lassen und wieder aufgeribbelt. Weil ich habe das auf einer Achternadel gemacht, auf diesen Holznadeln. Aber die sind unglaublich schwergängig. Und das war mit einem Doppelumschlag. Und dann muss ich das richtig mit Kraft rüberschieben, den Doppelumschlag. Und dann haben sich die Fäden so untereinander gelegt. Und irgendwann ist mir dann eine gefallen, eine Masche von den langen. Also ein Doppelumschlag gibt ja so große lockere Maschen und dann ist mir irgendwann eine gefallen und ich habe, also die dann wieder hochzuholen, weil das ja alles so ein chaotisches Wirrwarr ist, da habe ich dann irgendwann aufgegeben und es hat mich so tierisch genervt und habe ich nochmal angefangen und wollte die Doppelumschlagmaschen weglassen und dann habe ich zuerst, anstatt bei dem Lochmuster mit einem Umschlag, wollte ich eigentlich glatt rechts stricken, habe ich aber graus rechts gemacht. Und danach ist mir gar nicht aufgefallen, danach glatt rechts und dann war ich so genervt und habe es komplett aufgemacht. Ich werde das nochmal versuchen, wenn ich hier Metallnadeln habe oder wenigstens mal hübsch lackierte, weil also da muss man echt schon unglaublich viel Kraft aufwenden bei denen und das macht dann einfach keinen Spaß. Die habe ich ja mal vor vielen, vielen Jahren in so einem Komplettset geholt. Als ich mich wieder ernsthaft mit dem Stricken beschäftigt habe, also so eine Nadel, so eine Rundstricknadel,
Die fangen ja bei 5 Euro an, wenn man die aus Metall oder lackiertem Holz will. Und das geht halt, wenn man dann für alle Fälle eine Nadel braucht, schon ziemlich ins Geld. Und dann habe ich mir so ein Komplettset geholt, wo von 2,0 bis 10,0 alle Nadeln im Fünfer-Schritten dabei waren. Und die sind an sich auch nicht schlecht, aber es ist halt wirklich, also man braucht Kraft beim Stricken. Es geht nicht so schnell und es nimmt halt einem schon ein bisschen den Spaß. Deswegen so meine meist benutzten Nadeln, die habe ich alle mittlerweile ausgetauscht in meistens Holznadeln. Aber dann will man ja auch unterschiedliche Seillängen haben und ich bräuchte eigentlich Nadeln mit so einem, wo man die so aufschrauben kann, die Seile. Und ja, mal sehen. Wahrscheinlich wird es dann auch so ein komplettes Set. Dann muss man da auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Also Nadeln sind nicht ganz so günstig. So, und da ich es dann aufgegeben hatte mit dem Schal und auf die Schnelle auch nun wirklich nichts mehr stricken konnte oder häkeln oder was auch immer, habe ich mich dann dagegen entschieden, dass meine Mutter irgendwas Wolliges kriegt. Stattdessen kriegt sie jetzt so eine Schale aus Beton. Huch, ja, da ist so eine kleine Macke. Da nicht hingucken. Guckt euch die hübsche Seite an. Die habe ich also um so einen Luftballon rummodelliert und damit Meierfarbe innen ausgestrichen mit Meiergold. Und da kommt dann so eine kleine Kerze rein. Durch die Beschichtung leuchtet die Kerze noch mal richtig schön. Und das kann sie sich dann zu Hause hinstellen. Außen dran ist noch die Betonoptik und innen halt das Goldene. Die steht auch so. Das kriegt sie jetzt. Das zweite Paar Socken, an dem ich gearbeitet habe, das ich verschenken wollte, ist auch fertig geworden aus der selbstgefärbten Wolle. Die sind auch in Gebrauch, allerdings mehr als Hausschuhe oder Haussocken, weil die ein bisschen zu locker sind für Schuhe. Ich werde das mit der Wolle das nächste Mal nochmal mit einer Nadelstärke kleiner stricken. Ich habe das mit einer Vierernadel gestrickt und da mache ich das dann mit einer Dreiernadel. Und dann mal sehen. Vielleicht mache ich da auch so ein Rippenmuster rein, damit das noch ein bisschen elastischer wird. Aber schön warm sind sie und kuschelig und schön rutschig. Und da ich jetzt dann die zwei Socken beendet habe, habe ich dann gleich mit einer neuen Socke angefangen. Das war auch mein selbstgefärbtes Garn. Das war die letzte Sechsfachwolle von Supergarne. Und ich versuche mich jetzt mal an einer Häkelsocke. Wo sieht die aus? Das ist hier aus dem Heft, das bei meinem Überraschungskiste vom Strickparadies dabei war. Und ich mache diese Socken. Die finde ich sehr hübsch. Und das ist für einen Vierergarn geschrieben. Ich habe jetzt die Sechsfach-Sockenwolle. Und es ist schon relativ eng. Also es ist zum einen, ist es wirklich fest. Also in dicke Schuhe passt man da nicht rein, weil das Maschenbild ist einfach so stabil. Also hier sind meine Finger, hier unten, da wo mein Daumen ist. Und die stehen so. So sieht's aus. Die Wolle kann sich nicht so recht entscheiden, ob sie wildern oder sich ringeln soll, aber ich habe es ja nicht darauf angelegt, dass sie irgendein Muster macht. Ich wollte ja einfach nur ein bisschen färben. Und solange ich keinen Strangwickler zu Hause habe, werde ich wahrscheinlich auch keine ringelnde oder wuchernde Sockenwolle färben, weil ich glaube, bei den meisten müsste ich den Strang neu wickeln. Und Stränge wickeln ist irgendwie auf der Hand oder auf irgendwelchen anderen Hilfsmitteln blöd, ist unangenehm. Also zurück zur Socke. Da habe ich hier die Spitze. Das ja, ist einfach halt so im Magic Ring und dann drumherum häkeln, wie man es kennt. Der Schaft ist einfach in halben Stäbchen hochgehäkelt. Habe ich die ganze Zeit von Stricken gesprochen? Weiß gar nicht. Ich bin jetzt beim Käppchen. Hier vorne gibt es so einen Kurs. Und hier ist er.
Den muss ich allerdings nochmal aufmachen. Ich habe mich da so ein bisschen vertan. Ich habe es zuerst versucht, hier anhand des Fließtextes zu lesen. Allerdings, ich kann Häkelmuster lesen, wenn sie Reihe für Reihe dastehen oder eine Häkelschrift, aber so im Fließtext, das will irgendwie in meinen Kopf nicht rein. Das macht dann alles keinen Sinn. Aber hier ist ja auch so eine Zeichnung, das ist also kein Problem. Aber hier am Rand waren die Abnahmen und die habe ich erstmal total ignoriert, übersehen, keine Ahnung. Also es war auch schon spät abends, als ich an dem Käppchen gearbeitet habe. Und ja, kein Ding, ich mache es halt einfach auch, ist ja nicht viel. Außerdem ist Ribbeln bei Häkelarbeiten ja sehr dankbar. Und dann gucke ich mir das mit den Abnahmen nochmal an, wobei das ist halt schon jetzt sehr eng und relativ unflexibel. Also ich habe das noch nicht so durchblickt, wie das mit den Abnahmen ist, ob ich dann da irgendwie mit meinem Fuß nicht mehr reinkomme. Also ich muss jetzt schon ein bisschen ziehen. Die nächsten werde ich definitiv breiter stricken, wobei die werden sehr, sehr warm sein. Hinten sieht man den Übergang. Das liegt allerdings weil irgendwie immer blau auf gelb trifft, wegen der Ringelei halt. Das wäre beim Stricken nicht so gewesen. Das wäre dann deutlich hübscher. Hier ist einmal von gelb zu gelb, da sieht man gar keinen Übergang. Aber das ist ja unten. Das ist mir ziemlich egal. Ansonsten, bisher, die Spitze und der Fußteil haben sich ziemlich einfach häkeln lassen. Ist ja auch nichts dabei. Ich halte euch auf dem Laufenden, was dabei rumkommt bei dem Käppchen. Und ja, mal sehen. Also es macht schon Spaß. Allerdings, obwohl sie so frühlingshaft aussehen, es sind wirklich, wirklich Wintersocken. Ich werde mir da, wenn ich das irgendwie nicht bei höchstens plus 5 Grad anziehe, sondern da drüber, dann hole ich mir wahrscheinlich den Fuß tot oder so. Ja, ich halte euch auf den Laufenden, was aus dieser Socke wird. Und aus seinem Schwesterchen, was dann halt irgendwann kommt, wenn die fertig ist. Und mal sehen. Also es ist in dem Heft nicht schlecht beschrieben, wenn man diesen Fließtext ignoriert. Es sei denn, man kann irgendwie Fließtexte lesen. Hier ist ja noch die andere Beschreibung, aber da geht es dann wieder. Warum weiß ich nicht. Also den Fließtext kann ich lesen und damit arbeiten. Die Erklärung hier, die ist irgendwie zu hoch für mich. Das klappt nicht so recht. Ach ja, häkeln tue ich das mit einer Dreiernadel. Es wäre wahrscheinlich nicht ganz so eng, wenn ich eine 3/5er-Nadel genommen hätte. Aber ich häkel eher locker, wenn ich es nicht drauf anlege. Und man sieht auch hier schon, wenn ich das mal runterklappe. Nein, ich sehe es, ihr seht es nicht. Also zwischen den halben Stäbchen ist halt schon ein bisschen luftig. Es sind keine Löcher, aber das Maschenbild ist halt ja nicht so fest wie beim Stricken. Und ich will ja auch, dass die Socken warm halten und ich dann nicht irgendwie Löchersocken habe. Deswegen habe ich da halt auf Verdacht erstmal eine Nummer kleiner genommen. Aber das lässt sich ja beheben, wenn ich beim nächsten Sockenmodell dann einfach ein paar Maschen dazu nehme, sodass es dann noch ins Muster passt. Mal sehen. Kann man sich ja alles rumrechnen. So viel zum Thema Socken. Dann mache ich ja bei dem Call von Christina Lemberger mit, von Marie and Me, von wo ja auch das Tuch Joker ist, wo ich jetzt echt schon lange nichts mehr dran gemacht habe. Und das Tuch Busted, das ist der Mystery Call. Schupp. Da habe ich jetzt, seitdem die Socken fertig sind, ordentlich weitergehäkelt. Bin jetzt am Ende von Teil 3. Ich musste noch eine Reihe halbe Stäbchen machen. Dann geht es mit Teil 4 weiter. So sieht das jetzt aus. Die Sternform wird langsam ein bisschen quadratischer. Durch diese großen Luftmaschenketten da. Ich finde es sehr hübsch.
Ich weiß noch nicht, wie Teil 4 aussieht, also wie es dann am Ende aussieht. Teil 4 ist der letzte Teil. Ich glaube, man kann es noch für 1 € holen, danach wird es 3 irgendwas kosten. Aber ich hoffe, also ich bin jetzt, naja, einigermaßen up to date. Ich war ja total in Verzug geraten, weil ich da nur an den Geschenken gearbeitet habe und geflucht habe über den Schal, den ich machen wollte. Und jetzt habe ich dann wirklich intensives Akkordhäkeln gemacht, damit ich da wieder aufschließen kann und versuche jetzt, mich irgendwie nicht spoilern zu lassen von anderen Bildern, die dann kommen, weil wie Teil 2 und Teil 3 aussah, wusste ich halt schon, bevor ich es gemacht habe. Und ich finde, das ist auch irgendwie ein bisschen lustig, wenn man dann so überrascht wird. Natürlich habe ich jetzt hier wieder eine Masche aufgemacht. Aber ist ja nicht schlimm. Also da bin ich fast fertig. Da fehlen mir jetzt irgendwie noch. Das Muster selber hat jetzt, glaube ich, noch 7 weitere Reihen, wovon 2 allerdings dann immer weiter wiederholt werden. Je nachdem, wie lange man es halt haben will, bis der Bobbel aufgebraucht ist. Der Bobbel, den ich habe, der ist von der Bobbelscheune und der geht halt hier von diesem Orange in das Rot. Das finde ich total klasse. Und ganz unten sieht man, dass es schon ein bisschen ins Rosane geht. Oh, ich liebe dieses Rot, ehrlich. Da fängt das Rosane an. So geht es dann weiter. Irgendwann ist es dann ganz. Hoppala, ah, Nadel. Irgendwann ist es dann ganz rosa und geht dann halt dann zu schwarz. Das war der Sonnenuntergang. Bobbel von, wie gesagt, der Bobbelscheune ist schon echt mager geworden hier. Das waren 1330er. Und gehäkelt habe ich das mit meiner Vierernadel. Also da werde ich mich dann heute weiter dran setzen. Und hoffen, dass das Tuch schnell fertig ist. Weil mir gefällt es echt gut. So, die Form und so, das finde ich alles ganz pfiffig. Da freue ich mich schon, das zu tragen. Auch die Farben ist halt passen dann gut zum Frühling und zum Sommer. Das kann man ja auch im Sommer, wenn man abends unterwegs ist, so ein bisschen überwerfen, wenn es ein bisschen frischer ist. So sieht's aus. Da habe ich es bald geschafft. Endlich. Endlich. Ich habe so viele Tücher zu häkeln, also in Arbeit oder die ich unbedingt noch machen will. Ich komme nicht hinterher. Ich weiß gar nicht, wo ich irgendwie. Also manchmal fühle ich mich ein bisschen erschlagen von meinen eigenen Projekten. An meinem Pulli habe ich gar nicht weitergearbeitet. Dann stehen ja noch 2 oder 3 Pullis sind auch noch in Planung. Wenn ich die anderen gucke, die sagen dann, ja, ich habe irgendwie da einen Pulli fertiggestellt und hier einen Pulli, irgendwie jede Woche einen Pulli und dann so viele Tücher. Und ich bin so, hä? Wie macht ihr das? Haben eure Tage mehr Stunden als meine irgendwie? Und dann, ja, ich habe irgendwie noch 5 Kinder nebenher und Vollzeitjob. Ich so, hä? Wie geht das? Besonders so Pullis, wenn es dann 50 Reihen erstmal glatt rechts runter, da geht mir ja schnell die Lust verloren, weil ich dann also so glatt einfach dasselbe Muster runtergestrickt. Da bin ich ja so gar nicht von zu begeistern. Ja gut, muss halt auch mal sein, ne? Aber ich habe immer das Gefühl, ich krieg nichts fertig und ja, dann ist so viel, was ich machen will, so viel, was ich plane und andere Sachen nebenher, neben Stricken und Häkeln, die meine Aufmerksamkeit verlangen. Man glaubt es nicht, ist aber so. Also ich bewundere immer die Leute, die dann so und so viele Sachen fertig haben. Ich habe das Gefühl, ich komme da gar nicht hinterher. Und ja. Ich mache einfach so nach und nach weiter und freue mich, wenn ich dann endlich mal was fertig habe, das ich zeigen kann. Dann war ich noch shoppen. Ich versuche ja immer so ein bisschen meine Wollkäufe im Rahmen zu halten, auch weil ich deutlich schneller Wolle kaufen kann, als ich sie verarbeiten kann. Wer hätte es gedacht? Aber bei manchen Sachen kann ich einfach nicht Nein sagen. Zum Beispiel gab es jetzt bei der bunten Wollmaus so einen Resteverkauf. Da waren sie auch ein
bisschen untergesetzt, nicht viel, irgendwie 1-2 Euro. Auch nicht bei allen, aber es gibt so halt hin und wieder abends so ein Event, wo sie dann ihre Restposten zeigt, die sie dann noch hat und die sie verkaufen möchte. Und das läuft dann über Facebook und dann kann man sich dann anmelden und dann sagen, ich will den oder den oder den Knäuel. Oder Strang besser gesagt. Und da ich an dem Abend nichts Besseres zu tun hatte, um eine Ausrede zu haben, war ich halt da und habe mir die Grenze gesetzt. Ich kaufe 2 Stränge, mehr nicht. Als ich mir meine 2 Stränge ausgesucht hatte, habe ich das Fenster auch geschlossen, damit ich nicht auf dumme Ideen komme. Und die Stränge, das waren die 2. Und ich liebe sie. Vor allem der hier, wo dann dieses Petrol zu dem lila-rosa und auch das Gelb hier finde ich richtig hübsch. Also, das ist so mein Lieblingsstrang. Es sind auch genau meine Farben. Ist auch schön weich. Also, den mag ich sehr gerne. Das ist 80% Merino, 20% Polyamid. Und ich weiß gar nicht, ob der runtergesetzt war. Also den liebe ich wirklich. Ich weiß noch nicht, was ich daraus machen will. Ich habe ja auch noch den Dark Confetti von ihr, der hier noch traurig rumliegt, weil ich mich da irgendwie nicht so richtig rantraue. Der wildert aber. Also ich glaube, ich will den mal als Socken verstricken. Aber ich weiß nicht, vielleicht missachte ich meine Füße einfach ein bisschen zu sehr, aber so supi-dupi Wolle als Socken zu verarbeiten. Ja, die sind dann in Schuhen und dann spürt man das eh nicht und dann sind sie auch irgendwann platt gelaufen unten an der Sohle. Ich weiß nicht, ob ich mich da halt wirklich rantraue, das dann zu machen. Vielleicht kombiniere ich das mit Schwarz und mache dann daraus so ein Musterschal oder so. Ich weiß nicht, was macht ihr denn aus so einer Wolle, die so hübsch ist und so kuschelig und so? Macht ihr da auch Socken draus? Oder habt ihr da irgendwelche anderen speziellen Sachen? Würde mich mal interessieren, weil, wie gesagt, ich traue mich halt nicht. Deswegen der Dark Confetti auch noch darum. Der zweite Knäuel, der ist ein bisschen weicher als der. Der ist auch wunderschön. Er sieht so aus. Und das ist aus. Moment. Das ist aus Merino Baby. Ja, da ist dasselbe Problem wie bei dem anderen, logischerweise. Aber ich habe sie mir erstmal geschnappt. Ich nenne sie mein eigen und. Bei mir zu Hause können sie jetzt ein bisschen ihr Dasein fristen, bis ich weiß, was ich mit denen machen soll. Aber sind meine. Kriegt keiner mehr außer mir. Dann haben schon mehrere gesagt, ey, die sind so hübsch, die sind so bunt, da kannst du doch Mützen für diese und diese Kinder machen. Nein, das sind meine. Holt euch eure eigenen, die verstricke ich euch, aber das sind meine. So, kriegt keiner außer mir. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht mit der Wolle hier rangeschlagen. Ich bin mit der Wolle rangeschlagen. Mal gucken, vielleicht werde ich dann den Teil vom Ton einfach drosseln, damit es nicht so laut ist. Mal sehen, wie es sich. Ist auch egal, ihr werdet sehen. Dann bin ich nach wie vor dabei, verschiedene Bobbelhersteller zu testen. Dann habe ich jetzt, oh mein Gott, auch über Facebook heißen die Bobbelblüten oder Wollblüten. Ich habe sie in der letzten Zeit, wenn ich darüber geschrieben habe, immer nur Blüten genannt. Also ich verlinke es euch klar unten. Bei ihrer Facebook-Gruppe kann man die bestellen. Und dann habe ich 3 Bobbel mir erstmal geholt. Das ist einmal der hier. Der geht von so einem Bärton über Pink, Weiß zu so einem hellen Gelb. Daraus werde ich den Annettes Katzentraum häkeln, auch ein Tuch. Der gefällt mir richtig gut. Mal sehen, wie er sich verarbeiten lässt. Weiterhin habe ich mir dort bestellt den hier. Die Farben kommen jetzt nicht so richtig schön raus. Das ist hier so ein hübsches, kräftiges Salatgrün.
Hier drin ist ein Bordeaux, dann so ein Zinnoberrot zu diesem Bärenton hin. Hier ist so ein bisschen Altrose. Was ich aus diesem Bobble machen soll, weiß ich noch nicht. Der würde sich eigentlich für den Strawberry Fields anbieten. Der ist allerdings nur 200 Gramm, 750 Meter Lauflänge müsste der haben. Also es wäre dann ein bisschen kleiner. Also so wie ich das Muster in Erinnerung habe, müsste man das eigentlich auch ein bisschen runter reduzieren können. Dann macht man halt einfach ein paar Rapporte weniger. Also ein paar Mustersätze. Dann würde sich das doch anbieten, oder? Strawberry Fields, das passt. Ich werde mal gucken. Aber erstmal liegt dann das Katzentraum. Da brauche ich allerdings noch Perlen für. Ich will dann nämlich wirklich Perlen reinsetzen in die Näschen, wie sie das vorschlägt. Und als letzten Bobble habe ich mir den Silvester-Bobble geholt. Ist eigentlich kein richtiges Verlaufsgarn, sondern einfach halt bunt. Bunte Stränge, die verknotet sind und mit so einem goldenen Beilauffaden meliert sind. Der ist genauso schwer wie der hier, also der ist richtig schwer. Obwohl der halt kleiner ist, ne? Also der ist, ja, ist dichter. Ich weiß gar nicht, wie viel Lauflänge der hat, habe ich gar nicht geguckt. Ich habe nach Gramm bestellt. Sollte man nicht machen, aber ich weiß gar nicht, warum ich diesmal nach Gramm bestellt hatte. Wahrscheinlich einfach Bequemlichkeit. Was ich aus dem machen soll, weiß ich noch gar nicht. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass viele Muster da nicht rauskommen werden oder schlechter rauskommen, weil der halt so bunt ist. Ich überlege, ob ich mir daraus einen Loop oder einen Möbius mache mit relativ wenig Muster, damit man halt den Farbverlauf schön sehen kann. Also da muss ich noch ein bisschen in mich gehen und überlegen, aber den Bobble mag ich. Den mag ich wirklich. Und wenn sich das gut macht mit dem Loop, dann werde ich den vielleicht nochmal bestellen. Ich mag auch besonders hier ganz außen ist dieses Schwarz und dieses Waldgrün. Das finde ich wirklich, wirklich hübsch. Hier innen drin ist noch ein bisschen Petrol und ja, also da freue ich mich schon drauf, den zu verarbeiten. Mal gucken, dadurch, dass er ja auch sicherlich weniger Lauflänge hat als die anderen, glaube ich, wird ein Dreieckstuch auch nichts mehr bringen. Also kleiner als mit weniger als 750 Meter Lauflänge, finde ich, sollte ein Dreieckstuch, also die Wolle, aus der man ein Dreieckstuch macht, nicht haben. Zumindest nicht, wenn sie für einen Erwachsenen ist. Und mit 1,75 Meter bin ich auch nicht so klein, dass ich da irgendwie mich in so einem Tuch fünfmal einwickeln kann, wie gewisse Freunde von mir. Aber da wird mir schon was zu einfallen. Auch da halte ich euch auf dem Laufenden. Also obwohl der Silvesterbobble heißt, den kann man noch bestellen. Einfach dann auf ihrer Seite, da gibt es so eine Liste an Blüten, die man sich holen kann. Sie ist eine private Person, also eine Privatperson, die das anbietet, klar, Facebook-Gruppe. Ich glaube, sie macht das auch wirklich alles selbst. Also ich weiß gar nicht, ob es auf der Gruppe einen anderen Admin gibt als ihr in der Gruppe. Das heißt, bringt ein bisschen Zeit mit. Meine Bobble haben jetzt relativ lang gedauert. Es stört mich nicht, aber ist halt gut, wenn man das weiß, weil das halt irgendwie nicht so ist, ja, ich bestelle es jetzt und 3, 4 Tage später ist es da, sondern ich nehme an, sie wickelt das dann auf Bestellung und man ist ja nicht die einzige Person, die bestellt, also ist schon bei mir ein bisschen Zeit ins Land gegangen, ich weiß gar nicht wie viel, aber macht ja nichts. Ja, richtig, sie hatte mir nämlich gesagt, dass sie, ich glaube für den da gab es so ein kleines Missverständnis, sie hat gedacht, ich wollte einen größeren Bobbel und da war dann nicht mehr genug Wolle da. Und dann habe ich aber gesagt, nee, kein Ding, ich nehme die 750 Meter Lauflänge und dafür war dann genug da. Also so, man bestellt es und sie wickelt es dann. Das ist ja häufig so bei Privatpersonen, die dann ihr eigenes Wickelimperium gründen. Die wickeln das dann halt, wenn es jemand braucht.
So viel dazu. Das waren die beiden Pakete, die der Postbote gestern dabei hatte. Heute kam noch eins an. Die Wilkins Lebensmittelfarbe in Schwarz, die habe ich ja schon vor über einer Woche bestellt. Und die ist immer noch nicht da. Und jeden Tag lauere ich die Postboten auf und warte, bis diese Wolle da ist. Ich habe schon andere Wolle gefärbt gestern. Die ist noch ein bisschen nass, deswegen zeige ich sie nicht, weil ich habe keine Lust, dass mir hier das Ganze... Also ich habe Vlies gefärbt und das saugt sich ja richtig schön voll. Und ich habe keine Lust, dass mir das dann alles hier auf meine Beine tropft und noch wichtiger auf meinen Tower, der hier unter mir steht. Also der Rechner, den möchte ich möglichst trocken halten, logischerweise. Ich quetsche mich hier nämlich zwischen Bücherregal und halt Tower, weil das so eigentlich die beste Position in dem Zimmer ist, um aufzunehmen. Ich habe hier relativ viel Licht von draußen. Wobei ich heute echt rumprobieren musste, weil irgendwie alles war rot. Also ich hatte so einen richtigen Rotstich. Ich habe auch heute mal Puder aufgelegt, was ich normalerweise nicht habe. Weil ich sah irgendwie, also die Stirn war rot, das Kinn war rot, alles war irgendwie, hatte so einen Rotstich. Und ich habe dann mit dem Licht rumexperimentiert und habe, wie gesagt, noch ein bisschen Puder aufgelegt. Und jetzt habe ich es einigermaßen reduziert. Ein bisschen ist hier noch. Aber... das ist verhältnismäßig wenig, also da ärgert mich das Licht von draußen heute. Wir haben aber auch ein ganz ekliges Licht, also wenn ich zu viel aus dem Fenster gucke, dann kriege ich Kopfschmerzen. Das ist so ein richtig grelles, graues Licht. Blöd. Oh, da war ein Vogel vor meinem Fenster. Ein Fink. Jetzt ist er weg. Wir haben ein Schwalbennest da in so einem kleinen Vorsprung. Und dann flog einmal eine Schwalbe ganz nah am Fenster entlang und mit einmal war es dunkel im Zimmer. Und alle vier Kaninchen und ich hingen dann an der Decke, weil wir uns so erschrocken haben, weil plötzlich dieser dunkle, bedrohliche Schatten aufgetaucht ist. Ja, sowas passiert hier halt. Ich erschrecke mich vor Vögeln. Heimtückische Biester, sehr gefährlich. Oh, da ist der Fink wieder. So, jetzt habe ich viel drumherum geredet. Hab mich ablenken lassen von Vögeln vor meinem Fenster. Nein, ich habe kein Konzentrationsproblem. Ursprünglich, bevor ich so abgeschweift bin, habe ich ja von der Wilkins Lebensmittelfarbe gesprochen, also von der schwarzen. Die aus Amerika, damit ich die Wolle auch in Schwarz färben kann. Da warte ich noch drauf und dann werde ich da das vierte Vlies färben. Und heute war der Postbote wieder da. Es war nicht die Wilkins Lebensmittelfarbe, aber... das macht überhaupt nichts, weil es sind andere hübsche Sachen angekommen. Ich bin jetzt mit dem Tuch Bastet fast fertig und Kerleid nicht, aber da geht mir die Wolle aus und ich muss dann demnächst nachbestellen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe so wenig Tücher zu machen und generell so viel Zeit. Und bin dann bei Wollpollys Gruppe beigetreten, wo sie einen Call startet mit ihrem Tuch Waldkauz. Den lädt sie dann hoch in der Gruppe. Das verlinke ich euch auch unten. Der ist, finde ich, sehr hübsch. Das Tuch. Und da habe ich mir von Wolle 1000 einen riesengroßen Bobbel bestellt. Vierfädig, 1500 Meter. In ihrer Anleitung spricht sie halt davon, dass man so ein 1500 Meter Bobbel braucht und der geht von weiß über rosa zum Bärton und dann zu schwarz. Die Farben haben mir richtig, richtig gut gefallen und da gab es auch einen Grund, warum ich mich jetzt hier mal für Wolle 1000 entschieden habe und zwar das hier. Der ist aus 100% Baumwolle. Der Gedanke dahinter ist, dass meine Schwester eigentlich nur Baumwolle möchte und irgendwie keine Kunststoffe mit dabei, wie Polyamid oder Polyacryl. Und ich wollte da mal so einen reinen Baumwollbobbel testen, wie sich der verarbeiten lässt, wie der sich später tragen lässt. Er ist rauer, als wenn da Kunststoffe mit dabei sind. Ja, stell mal das Ding hier scharf. Ist ein bisschen
Also die Struktur ist weniger fein, aber wenn da irgendwie nichts sonderlich Unangenehmes dann dazukommt. Ich meine, wenn die Wolle jetzt ein bisschen rauer sind, ist, also kann ich mir wirklich deutlich Schlimmeres vorstellen. Dann weiß ich, dass ich für meine Schwester da dann die Wolle herkriege. Und nachdem jetzt da alle auch schon ihre tollen Sachen gepostet haben und jetzt ist endlich mein Bobbel angekommen und ich kann endlich mitmachen, habe da gelitten in der Gruppe. Immer die ganzen hübschen Bilder habe ich gesehen. Mein Bobbel ist noch nicht mal da. Aber erstmal mache ich den Bastet fertig, bevor ich damit anfange. Ich hoffe, ich kann mich zurückhalten. Und dann kann ich mich halt ganz auf ihn und den Kerl konzentrieren. Also da sage ich euch dann auch, wie ich so einen reinen Baumwollbobbel finde. Vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen damit. Das ist mein erster. Aber selbst wenn man sich doof anfühlt, die Farben sind hübsch. Da freue ich mich ja auch schon drauf. Ach, ich habe zu viele Bobbel. Das würde ich niemals so unterschreiben. Ich finde, man kann gar nicht zu viel Wolle in irgendeiner Form haben, aber ich brauche ein größeres Zimmer, wo ich die Wolle abstellen kann. Definitiv. Dann habe ich mir noch was bei Wolle 1000 bestellt. Und zwar Sockenwolle von Alize. Wieder 100 Gramm. Das sieht in echt hübscher aus als das Bild auf der Homepage. Also sie ist nicht ganz so stark dienstlich geliefert, nur ein bisschen. Aber es waren die für Männer hübschesten Farben, finde ich. Dann gab es noch so ein Braun, das sähe vielleicht auch in Real besser aus. Aber das Bild hat mir gar nicht gefallen und so ein Blau, aber da war relativ viel Taubenblau mit dabei. Und das ist, oh, ich weiß nicht, so blaue Socken hat man im Verdacht doch eher öfter. Und dann kriegt er jetzt hier so grüne. Das ist ganz normale Sockenwolle. 75% Wolle, 25% Polyamid. Weil er ein bisschen größere Füße hat, habe ich mir gleich zwei bestellt. Wird ja nicht schlecht, die Wolle. Und das kriegt der Ex-Freund meiner Mutter. Das klingt jetzt sehr schlimm. Ist es aber gar nicht. Also, die waren über 10 Jahre zusammen. Und er gehört einfach noch zur Familie. Deswegen sehen wir uns. Und dann ich glaube, am 2., am 1. oder 2., nee, am 2. Mai hat er Geburtstag. Und bis dahin will ich halt die Socken fertig machen. Ich habe ihn gefragt, ob er Socken möchte. Hat er gesagt, ja, so für den Winter würde er sich drüber freuen. Also die letzten Male habe ich ihm halt immer einen schönen Rotwein mitgebracht, weil er den ganz gerne mag. Und diesmal kriegt er Socken. Da will ich mir dann noch eine 2,75er Rundstricknadel mit einem 80er Seil holen und das dann einfach ein bisschen fester stricken. Ja, da werde ich dann auch bald mit anfangen. Und hoffe, dass es ihm gefällt. Also ich überlege, ob ich ein Patentmuster machen soll oder ich weiß nicht, ob ich nochmal Stinos machen will. Oder halt so ein Rippenmuster, was dann an der Oberseite komplett runterläuft. Er ist halt ein älterer Herr. Jetzt muss ich mal rechnen, meine Mutter ist. Ich bin da 76 oder 75, also irgendwie sowas in den Dreh. Und Männer dieses Alters möchten halt, glaube ich, eher dezentere Socken. Also mal gucken, was da draus wird. Ich hoffe, sie werden ihm gefallen. Habe ja noch ein bisschen Zeit, um da in mich zu gehen, aber nicht zu viel, nicht so wie bei meiner Schwester auf mehr oder weniger im letzten Drücker. Und dass ich dann andere Projekte dann schweren Herzens liegen lassen muss. Ich brauche immer diese Abwechslung. Ich mache ein paar Stunden an einem Projekt und dann muss ich wechseln und auch ich muss dann auch zwischen Stricken und Häkeln wechseln. Wenn ich immer nur also eine Nadelart habe, dann verliere ich die Lust. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so viele Projekte. Dann sehe ich immer ein anderes Muster, eine andere Farbe, eine andere Wollart kann ich fühlen und so.
Ich bin irgendwie so unbeständig. So, das waren meine letzten Shopping-Eskapaden. Und mehr gibt es eigentlich auch nicht zu zeigen. Ich habe euch alles gezeigt, was ich so mache. Ich habe angefangen, ein bisschen unkontrolliert durch die Gegend zu reden. Hab damit hoffentlich alle verschreckt. Mehr gibt's nicht. Fertig. So. Also dann, es ist ja Freitag, das heißt, ich wünsche euch ein richtig schönes Wochenende. Es freut mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Vergesst nicht, bei dem Gewinnspiel mitzumachen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Moment. In meinem letzten Video habe ich ein Gewinnspiel gestartet für diese Sockenwolle. Stoffermann Regia vierfädig in diesem hübschen Farbverlauf. Die werde ich mir auch nochmal für mich holen. Auch wieder normale Sockenwolle, also 75% Schurwolle, 25% Polyamid. Stellst du scharf? Dankeschön. Ich verlinke euch das Video nochmal. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, schreibt es mir einfach. Also nicht nur einen Kommentar, sondern schreibt auch, ich möchte gerne am Gewinnspiel teilnehmen. Und dann landet ihr im Topf und ich drücke euch die Daumen. Und das war es jetzt wirklich. Also dann, schönes Wochenende. Wir sehen uns. Ciao, ciao.